Hallo und herzlich willkommen. Ein ganz, ganz großes, herzliches Willkommen sogar, weil es, ich habe schon lange keins mehr gemacht, eine Stunde mit ist. Diesmal mit Trine 2. Ja, den ersten Teil, den habe ich zwar nicht gespielt, aber ich habe mir davon ein Let's Play angeschaut und, ihr werdet es gleich sehen, wenn ihr es nicht kennt. So sieht tatsächlich das Menü aus, wo ich reingekommen bin, nachdem ich das Spiel gestartet habe. Man kann die Figur hier steuern, man kann mit. Das ist so ein bisschen mit Physik so. Wenn man das spannt, dann fliegt das halt. Hat eine ballistische Kurve, das Geschoss und. Trine 2, hier seht ihr es. Verschiedene Klassen, Bösewichter. Keine Ahnung, Mehrspieler, Einzelspieler, man kann im Koop spielen, lokal, online, bla bla bla, Achievements, Einstellungen. Aber ich spiele erstmal den Einzelspieler. Ich mache das auf einfach, damit ich so weit wie möglich komme in dieser 1 Stunde. Rätselhinweise auch schnell. So, und dann Spiel starten. Es gab einmal drei tapfere Helden, erwählt von einem Artefakt, dessen Namen lautete der Trine. Du kennst die Geschichte über ihr Treffen und wie sie Champions ihres Königreichs wurden? Höre die Geschichte ihres neuesten Abenteuers. Etwas Mysteriöses und Magisches ging im Wald vor sich. Aha. Der erste der drei Helden war Amadeus, ein Zauberer. Vielleicht nicht der mutigste oder der mächtigste, doch war er schlau und verständig. Dann war da noch Pontius, der Ritter, furchtloser Beschützer des Reichs, der gutes Essen, Tränke und den Kampf liebte. Und zu guter Letzt Soja, eine Diebin. Eine Unternehmerin. Soja, eine Unternehmerin. Sie war geheimnisvoll. Und in einer dunklen Nacht nur ein vorbeihuschender Schatten. Ah, wie geil. Okay, dann klicken wir zum Starten. Der Humor gefällt mir, die Grafik auch. Amadeus, der Was ich Zauberer, bis jetzt schlief sehe. in seiner Hütte. Das war der Ort, an dem er seinen Feuerballzauber studieren konnte, verborgen vor den spöttischen Augen seiner Frau. Was ist da? Wieso ist die Tür aufgegangen? Hey, mach das aus! Ich bin hier am Schlafen! Der Humor schon mal geil. Was ist denn? Wer ist da? Deutsche Sprachausgabe finde ich auch ganz okay. Man kann sich bewegen hier. Man kann irgendwie. Ah, man kann. Oh, und jetzt? Ups. Und nun? Aber gehen wir erstmal raus. Das heißt, wir können hier schon mal solche Würfel beschwören. So. Dann können wir zum Beispiel drauf hüpfen. Wir können die auch mit der Wie Magie seltsam. hochheben. Okay, aber wieso leuchtet das hier so? Ach, wir springen mit W. Ach, nach oben. Oder mit Leertaste. Geben auch nach die Pilze, das ist cool. Da bildet sich ein neuer Ballon. Den können wir sogar steigen. Der Weg nach vorne war blockiert. Doch würde das den großen Zauberer Amadeus nicht aufhalten. Mit seiner Magie konnte er Dinge anheben. Uiuiui. Bleib stehen. So, wir können hier solche Dinge einsammeln. Amadeus konnte zudem Kisten aus dem Nichts herbeizaubern.
Oder ich... Ach so, okay. Das Licht bewegte sich durch den Wald und führte Amadeus weiter. Zwischen Angst und Staunen hin und her gerissen, folgte er ihm. Hä? Ja. Aber es hat ein Erzähler, der nebenbei hier so wie im Bestchen was erzählt. Das ist cool. Gefällt mir. Bestchen habe ich ja auch. Habe ich Let's Played? Ich glaube nicht. Ich habe es nur. Ich hatte einen Walkthrough. Habe ich also durchgespielt, aber trotzdem, ich glaube. Ich glaube, ich habe es einfach nur durchgespielt, aber ja, ändert ja nichts daran, dass das Spiel cool ist. Soundtrack sehr geil. Ich verlange zu wissen, was hier passiert. The Shrine. Das ist also das Shrine, das Artefakt. Und da ist Pontius. Pontius. Amadeus, pack deine Sachen. Wir müssen das Königreich retten. Was? Oh, das geht gar nicht, Pontius. Ich habe Kinder zu Hause, die auf mich warten. Ich kann nicht. Aber deine Magie wird gebraucht. Das Königreich ist in Gefahr. Wird dieser Albtraum jemals enden? Trotz seiner Proteste wusste Amadeus, dass die Helden wieder einmal gebraucht wurden. Wie bist du hier gelandet? Dann hör mal zu. Jetzt spielen wir seine Geschichte, cool. An dem Abend zog Pontius aus, da es auf den Bauernhöfen Ärger gab. Kriechende Ranken waren dabei, die Felder zu übernehmen. Ah, ich werde herausfinden, wer dahinter steckt und ihm eine Lektion mit meinem Schwert erteilen. Der bewegt sich überraschend gut. Klingt. Obwohl er so moppelig ist. Ein moppeliger Ritter. Das Ganze spielt sich alles nur mit WASD im Prinzip und den beiden Maustasten. Mit links schlagen wir zu, mit rechts blocken wir hier mit diesem Schild. Pfeile könnten wir wahrscheinlich damit blocken. Mit ein wenig Glück gibt es heute Kürbiskuchen zum Abendessen. Pontius durchsuchte den Bauernhof, doch fand er dort niemanden. Die Fieslinge müssen beim ersten Anblick von mir geflohen sein. Ja, ich kann das Ding bestimmt schieben. Ja. Okay. Sherlock hat's wieder erfasst. Jetzt. Ah, jetzt dreht sich das auf. Dann kommen wir rüber. Wow. Uiuiui. Jetzt sind wir hier. Waffe wechseln, Mausrad. Gegen einen Hammer, was haben wir noch? So. Oh oh, das sieht gefährlich aus. Er hat wohl noch mit der Maustaste halt eine andere Dings. Der Zauber hat dann wahrscheinlich andere Zauber. Schätze ich alles mal nur so. Und nun? Verflixtes Unkraut, euch werde ich helfen. Ich bin Pontius der Mutige und ich werde nicht im Kampf gegen Pusteblumen fallen. Das Licht leuchtet. Der Trine. Der Trine. Pontius hatte nie verstanden,
was genau der Crime tat. Aber er wusste, dass das Artefakt ihm helfen würde. Pontius war glücklich. Er konnte sich keine bessere Aufgabe denken, als sein Königreich zu retten. Okay. Spät in der Nacht war Zoja in den Schatten verborgen, versteckt vor dem schimmernden Mondlicht. Sehr hübsche Dame. Was man auf jeden Fall hier erkennen kann von ihr. Cool. Ja, schießen mit Bogen, linke Maustaste, ja. Machen wir das kaputt, kleine Physikrätselchen. Ja, was heißt hier Rätsel? Das sind ja keine Rätsel in dem Sinne. Zoja glitt durch die Stadt, leise wie ein Flüstern. Spider-Man! Erinnert mich auch sehr an das Seil in Worms. Oder in T-World. Dann sah sie ein flimmerndes Licht oben an der alten Kirche. Ja, und hier? Hallo? Muss weiter hoch? Ach so, okay. Blub, 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 blub. Was ist hier? Boah, das macht Spaß, ey. Der Trine, wie lästig. Hallo. Was tust du hier mitten in der Nacht? Bist du nicht mit deinen Tricks und mit Klauen beschäftigt? Dafür gibt es eine absolut gute Erklärung. Sagt mir, wo gehen wir hin? Das wissen wir noch nicht. Etwas Seltsames geht vor. Ein neues Wagnis. Sollen wir gehen? Ja, klar. Also war der Trine wegen der drei Helden gekommen. Und das Abenteuer war bereit für sie. Amadeus sorgte sich um seine Familie, während Pontius sich auf ihre neue Aufgabe freute. Zoja stellte sich natürlich vor, was für einen sagenhaften Schatz sie finden könnten. Sehr schöne Sprachausgabe. Reisen Sie mit diesem Ding? Heavy. Ich muss wohl den ersten Teil noch spielen, um irgendwie... Lass das Abenteuer beginnen. Um die Story noch ein bisschen mitzubekommen hier. Wohin hat der Trine uns gebracht? Was das Trine ist und so. Finden es heraus. Aha, wie geil. Ziele und drücke dann, um verweigerte Objekte zu löschen.
Ach so, und so kommt man dann weiter. Ach so. Ach ne, erstmal muss ich mit dem Typ hier die Ranken kaputt hauen. Wow! Erstmal lege ich das hier rüber. Wie mache ich denn? Ach, ich kann eh mega weit springen. So. Als Diebin kann man eh. Ist das ein Checkpoint? Hui, wie kommt man denn da hoch? Was ist das? Wieso leuchtet das so? So, jetzt muss ich... Oh, dann ist da einer schon mal rausgefallen. Das ist... Hui. Die Rätsel sind ja mega cool. Das Wasser mussten wir so umleiten. Dann, guck, dann fließt es nach unten und dann hat das das Ding bewässert und dann kam ein Pilz heraus und... Ja, aber damit wollte ich mich ja gar nicht... ich muss... Ja, weiter. So, das Wasser läuft runter und dann wächst hier auch ein Pilz. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Denkt aber auch nur ans Essen. Hui. Zack. Eindringlinge, ob wir wohl gegen die kämpfen müssen? Hol deinen Piekser, wir kochen den großen Dicken. Komm her. Angriff! Was? Ah, da kommt noch mehr. Sind wir dafür hier, Kobolde zu erschlagen? Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Ich mag sowas. Ich nicht. Okay. Genie in the bottle. Was drauf? Oh! Scheiße. Ich hab voll schnell drauf. So, noch einen. Was passiert jetzt?
Levelaufstieg, okay. Top. So, jetzt können wir hier Skills auswählen. Frostschild, Feuerschwert, Sturmhammer werfen, explosive Hammer. Anstimmen die Skills. Halten sich also noch in Grenzen hier so. Jeder hat 5 Stück. Ja. Hätten wir hier den Frostfall, das gleiche quasi, Bewegungsunsichtbarkeit. Stealth also. Monster schweben lassen, 2 Objekte, 3 Objekte, 4 Objekte. Ich glaube. Ich glaube, das ist ganz nützlich später. Schaden brauchen wir ja nicht wirklich. Anstürmen, nee. Der Zauber steigert seine Konzentration um die Existenz einer weiteren nicht für 2 gleich. Ja. Ja. Damit geht's, glaube ich, dann auch leichter. Alles Mögliche. Aber wir müssen erstmal da oben hinkommen. Glaube ich jetzt mal. Ach, da kann man ja auch so hoch. So als. Oh. Wie macht. Wie kommt man denn da dann vorbei? Hopp. Wupp. 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 Ja. Ach die. Oh mein. Ups. Nicht cool. Ey, es ist. Moment. Bisschen hier Timing. Jetzt. Oh, dass die Platten nach unten gehen, das ist blöd. Ups. Moment. Ah, ich hab's ungefähr. Aber erstmal muss ich diesen Kobold-Mobold erledigen. So direkt hier drunter schieben, dann geht das gar nicht runter. Brauche ich wohl noch eine zweite besser. Jetzt mal das und dann so. Hätten wir das schon mal erleichtert. Können wir hier noch eine Plattform nehmen. Ziele und drücke dann, um herbeigezauberte Objekte zu unterschieben. Aber wie? Ja. Super. Wie dingst? Wie entscheidet man denn, wie groß die Objekte sind? Oh! Wie groß die Objekte sind. Tot. Whoopala. Whoop.
Wupp. Wupp. Ey, ich bin da dran hängen geblieben. Das fängt schon mal nicht so gut an. Zuck. Zuckel die Zuck. Die Zuck. Das ist eine Frau? Komm ich da hoch? Ja. Aber wie belebe ich denn den Typi? Den Dicken. Oh. Ach, bei Checkpoints, glaube ich. Aha. Hä? Tür ist doch offen, oder nicht? Oh. Okay. Oh. Keiner von denen weiß, wie man sich duckt. Natürlich. Ach, der Typ hat ein Schild. Shit. So, vielleicht? Einfach abklemmen. Zielen und dann... Was soll ich denn drücken? Ich habe keine Ahnung. Hör auf. So, in diesem Takt muss ich hier noch rein und tot. Ja, am letzten Checkpoint auf jeden Fall. Da oben ist noch was.
What the fuck? LOL. Die E A D. Ach so. Okay, dann kommt da so eine Plattform. Ja, ich hab doch richtig geblockt. Der Dicke ist wichtig, glaube ich. Den behalte ich mal für Notfälle. So. Jetzt hätten wir hier. Ach, den Checkpoint, deswegen habe ich wieder volles Leben. Ist okay. Zack. Hey. Können aber extrem hoch springen. Noch ein Checkpoint. Uah. Hab ich erst gar nicht gecheckt. Hier, wer ganz fleißig sein will, der macht hier so ein Bäuerchen. Ne, so ein Türmchen und dann... Hol dass ich den noch. Oh! 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 Shit. Kann man noch einfach wegschieben? Sehr schön gestaltet, ey. Was ist das? Ein Hebel? Was macht das? Leuchten? Das ist blaues Licht, das leuchtet blau oder was? Oh. Ach so. Hallo. Blubberbläschen, das hält mich nicht ewig, deswegen muss ich es am besten erst ganz oben benutzen. Haben wir denn hier eine Truhe? Du hast ein Gedicht? Merkwürdig. Sammlergedicht. Die triste Meine Wildnis. Meine Schwester ist hübsch, hat bezauberndes Haar. Ich lieb sie ganz doll, auch noch im 8. Jahr. Interessant. Ja, sehr künstlerisch, sehr bunt auch hier das Spiel. Noch finde ich es. Was für ein lustig aussehender Fels. Wo? Oh, aber das ist eine Riesenschnecke. Genießt eine Dusche. Wie leite ich das? Ah, nee. Ui, was ist das? Ah, okay. Das ist ja cool. So. Und dann das Wasser runterrollen lassen. Fließen lassen. Ui. Ich bin ein Genie. Schnecke ist erwacht. Da geht sie. Einen gesunden Appetit hat die Kleine. Holt ihr sich so ein riesen Salatenblatt. Spiele, ach, die Rätsel sind
Was ist das? Schon geil. Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Hebel benutzen. Andere Richtung. Ui, Bläschen. Ups. So, damit muss ich jetzt rüber. Ah. Das ist ja gar nicht giftig hier unten. Das ist cool. Wenigstens das. So. Hebel benutzen ist ein bisschen umständlich. Hä? Könnte man damit nicht die Bläschen kaputt machen? Aber wie mache ich das denn? So. Muss ich ja irgendwie rüberspringen, oder nicht? Und so weit komme ich ja gar nicht, oder? Kann der mit Magie so die Hebelchen hier benutzen? Ah, nee, 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 nee. Oh mein Gott. Man muss echt die Umgebung hier beobachten, wie sonst was. Nö, hä? Moment. Was bringt einem das denn, wenn das hier unten ist? Nichts, oder? Außer dass man halt das Ding als Sprungplattform hat. So. Nee. Verstehe ich nicht. Ach, hier ist... Nee. Was endet aber dann hier? Was bringt mir das? Nichts. Warum Tipp? Was denn hier? Oh nein, nicht wegrollen. Die Brücke voraus blieb nicht sehr lange oben. Soja sah sich die Stämme und die Kisten an, die dort verstreut lagen. Warum nicht einmal versuchen, sie unter die Brücke zu klemmen? Aha. Also doch, oder was? Was ist da? Die Kiste und? Dann kippt es doch sofort wieder runter. Oder nicht? Das hier?
Machen wir mal eine richtig große Kiste. So. Ah, das klappt nicht so ganz. Noch ein Teil. Ich versuch's mit noch einem Teil. Komm. Ich verstehe das nicht. Das ist doch blöd. Ich kann nur noch eins beschwören. Die Brücke voraus blieb nicht sehr lange oben. Soja sah sich die Stämme und die Kisten an, die dort verstreut lagen. Warum nicht einmal versuchen, sie unter die Brücke zu klemmen? Stämme? Mehrere? Mehrere oder wie? Ich sehe nur einen Stamm. Unter die Brücke klemmen. Was heißt denn unter die Brücke klemmen? Ah. Hier so zwischen oder wie? Doch, das könnte klappen. Oh mein Gott. Bilder, Luftballon. Fast. Hä? Wie wäre es mit einem anderen Lösungsansatz? Ich springe darüber. Ich springe auf diesen Holzstamm. Die Brücke voraus blieb nicht sehr lange oben. Soja sah sich die Stämme und die Kisten an, die dort verstreut lagen. Warum nicht einmal versuchen, sie unter die Brücke zu klemmen? Scheiß auf Rätsel, Mann. Mister, ich mach keine Rätsel. Mister, ich scheiße auf deine Rätsel. Oder wie du sie löst. Aber das gehört auch zum Spiel, glaube ich. Man kann alles Mögliche machen. Ja, ich habe ein bisschen Zeit verplempert, deswegen überziehe ich bei diesem Game, glaube ich, ein wenig. Ja. So 10 Minuten. Also es wird eine Stunde und 10 Minuten mit. Uiuiui. Sind ja schon mal genug Gegner hier eigentlich. Oh, ich habe einen Levelaufstieg. Feuerschwert, Eisschwert, ja, ich will ein Eisschwert. Upgrade kaufen. Schließen.
Genau zwischen die Augen. So, jetzt muss ich da drüber. Nach oben. Das muss hoch. What? Hä, wie komme ich denn da hoch? Einfach mit diesem Plattform oder wie? Hä, wann beschwört er die denn? Und weiß ich denn, wann er die beschwört und wann nicht? Bisschen versetzt drauf und dann kann man schon rüber. Da 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 da. Ist das der Wind? Nein, das ist die Luft aus diesen Rohren. Hihi! Hallo? Ich hab die Wurzel befreien und jetzt? Ah, ich kann das bestimmt umleiten. Ich muss es wahrscheinlich sogar noch umleiten. A und D drehen. Ja, sehr rätsellastig, sehr geil. Was für ein lustig anmutender Ort. Braucht man kann auch dann knobeln. Ist jetzt für ein Let's Play vielleicht, für ein Blind Let's Play vielleicht nicht so gut, aber keine Ahnung, kalte, regnerische Abende so, oder überhaupt. Wenn man Bock auf ein bisschen Rätseln hat. Auf jeden Fall cool. Sieht an, wie groß ui, das Ding ui, ui. Ist. Das ist monströs. What? Ja. Er kann doch gar nicht. Sollte ich jetzt einfach verlieren oder wie? Irgendwas mit den Kobolden hier zu tun, oder? Ja, ja, in diesem Kampf werde ich wohl auch noch eine Weile hängen. Hat was mit den Kobolden zu tun. Ich zerfleisch mich aber die ganze Zeit. Soll mal eins dieser Knechte hier. Was mach ich denn? Huh? Ich zerbeiß mich einfach. Bossfight. Ich bin ungeübt. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Naja, abschießen kann ich es auch nicht wirklich. Okay. Muss ich es dazu bringen, hier irgendwas kaputt zu machen oder was? Jetzt bricht es zusammen, ich wusste es. Ich musste alles. Oh, wie geil. Ich hab das Rätsel gelöst quasi. Gewaltige Schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches gegrilltes Schwein, hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Bin ich seltsam? Nur schlecht im Rätseln. Und Ryan hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Aha, die von gerade eben? Oder wer? Ja, das ist... Bis jetzt war das ja schon echt beeindruckend, dieses Spiel. Ich weiß nicht, wie viel davon schon im Vorgänger drin gewesen ist, ob das jetzt alles Recycling ist oder nicht. Das spielt eigentlich auch gar keine Rolle, so, weil ich bin jetzt mit dem zweiten eingestiegen und das gefällt mir sehr bis jetzt. Aber es geht weiter, komm. Der Bossfight, der war... Ich frage mich, ja. Was Kobolde fressen. Sie fressen Leute, wie dich. Ach du meine Güte. Oh mein Gott. Ich stelle mich euch mutig entgegen. Aber... Ups. Stacheln. Komm natürlich nicht dran. Hey! Bumm! Huh? Jetzt überlebt! Ah! Sehr geil! Wow! Ja! Sowas auch noch unangekündigt. Gar nicht. Unangekündigte Fallen gehen gar nicht. Hier schon riesige Viecher. Was sind das? Loco. Alle verrückt hier. Hebel, wieder ein Hebel. Oh,
Nein! Will nicht verrecken. Was muss ich denn hier machen? Okay. Aber was muss ich denn hier? Ach, das ist vom Hebel. Okay. Oh, bin ich durch? Ha! Profi! Und zack! So, hier unten ist Feuer. Aber das können wir ausschalten, glaube ich. Zack! Ja. Moment. Wieder so ein... Oh. Why you verstecken dich? Und dann muss ich da noch ein Rohr um... Ich muss ein Rohr umdingsen, ihr wisst schon. Umleiten. Nicht verlegen. Dreh dich. Nein, ey. Doch. Passt schon. Ah! Oh, das kann man auch noch umleiten. Okay. Das ist ja cool. So. Aber hier muss ich ja gar nicht lang. Oh. Verarschen? Oh yeah. Oh yeah. Für dieses Spiel braucht man auf jeden Fall Grips und Skill. Und beides habe ich. Nicht in rauen Mengen vorhanden, aber es ist vorhanden. Checkpoint. Jetzt? So, da oben ist irgendwas. Das können wir in Bewegung setzen. Was passiert dann? Nix? What? Wie? Moment, noch mal kurz nachdenken.
Das wird dann wahrscheinlich auch das letzte Rätsel sein, was ich löse. Denn eine Stunde ist jetzt ungefähr vorbei und ja, das ist quasi die Bonuszeit für die Rätsel, die ich hier verschlampe. Aber ich habe keine Ahnung. Hat bestimmt hiermit was zu tun. Das ist gar kein Rätsel, man muss einfach nur rüber. Oh. Ne, dann spiele ich noch ein bisschen weiter. Bis 10 nach circa. Was für ein fröhlicher kleiner Frosch. Mark. Oh. Die sind unter Wasser, das ist cool. Die junge Dame hat nicht mehr. Oh, die hat ja auch noch Luft. Was ist das denn? Naja, egal. Oh, wie geil. Und das ist nicht mal das Seltsamste, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Nee. Ja. Spiel hat schon geile Momente so. Ganz schön geschicklich hier, ganz schön geschickt die Dame. Wie ein Fisch im Wasser. Ein großes Fessel. Ah! Öffnen! Ein Sammlergedicht. Tal der Sümpfe. Meine Schwester und ich ein Geheimnis bewahren. Ich lieb sie so doll, nun schon seit 8 Jahren. Ja, komm. Hey, level up. Blum, 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 blum. Wir brauchen 2 Punkte. Wir haben nur einen Punkt, deswegen nehmen wir... Wie aktiviert man das denn? Ich will die Informationen dazu lesen. Nachdem der Metamere ist ein Meister des Flambieren von allerlei Dingen. Moment, ich lese nochmal richtig vor. Ich habe es gerade nur für mich selber. Nachdem der Ritter mehrere Kochkurse absolviert hat, ist er nun ein Meister des Flambierens von allerlei Dingen. Fügt dem Schwert eine Feuerwirkung hinzu und versucht größeren Schaden und kann brennbare Dinge entzünden. Frostpfeile und Eispfeile, wo ist der Unterschied? Moment, zum Abschluss lese ich nochmal alle Skills vorkommen. Hier, Monster schweben lassen, das kostet 1 Punkt. Der Zauberer hat seine schweben lassen Fähigkeit so sehr verbessert, dass er auch lebende Objekte schweben lassen kann. Oder sind Goblins doch nur Holzköpfe? Der Zauberer kann Monster greifen und schweben lassen. Hiermit holt er sich 2, 3 oder 4 Gegenstände halt, ne? Planke, der Zauberer erinnert sich, wie er auch eine Art von Objekt herbeizaubern kann. Der Zauberer kann eine Planke herbeizaubern. Ja, eine Planke halt, so ein Brett. Bei mir den Frostpfeil. Bei vollständig gespannten Bogen erhält der Pfeil eine Frostwirkung, die gegenüber Gegner kühlt und verlangsamt. Kleinere Feinde erstarren durch 2 Treffer mit diesem Pfeil zu Eis. Ein teilweise gespannter Bogen verursacht weniger Schaden und der Pfeil erzeugt keinen Frost. Okay. Die Diebin schießt mit 2 Pfeilen gleichzeitig. Bei vollständig gespannten Bogen erhalten die Pfeile die Frostwirkung. Ein teilweise gespannter Bogen verursacht weniger Schaden und Pfeile haben auch keine Frostwirkung. Okay. Feuerfall. Die Diebin findet, dass sie mit Feuer ihr Vorankommen fördern sollte. Eine neue Waffe, die zusätzlichen Schaden verursacht, entzündet brennbare Dinge und zerbricht einige Objekte. Ein teilweise gespannter Bogen verursacht weniger Schaden. Ja, ja, ja. Die Diebin muss irgendwie an Goblin-Schießpulver gekommen sein, als wir unaufmerksam waren.
Füg dem Vorfall für bla 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 und eine Flächenwirkung. Okay. Explosiver Pfeil. Wenn wir noch die Stealth-Fähigkeit, Bewegungsunsichtbarkeit. Die Diebin ist für Feinde nicht sichtbar. Die Wirkung hält 10 Sekunden an, wenn sie stillsteht. Verpufft aber in Bewegung mit doppelter Geschwindigkeit. Das Berühren von Monster oder das Angreifen beseitigt die Tarnwirkung sofort. Was ja auch logisch ist. Wenn das Frostschild. Das Schild des Ritters wird einfach eiskalt. Nahkampffeinde, die den Ritter zu schlagen versuchen, werden durch den Frostschild verlangsamt und gefrieren. Aha. Nachdem der Ritter mehrere Kochkurse absolviert, bla bla bla, dann zündet er sein Schwert an. Sturmhammer werfen. Mit zunehmender Stärke erlangt der Ritter noch größere Fähigkeiten. Der Ritter kann einen Sturmhammer werfen. Dieser Hammer kann sogar einige Objekte aus Stein zertrümmern. Er kann also Mauern jetzt auch schon damit aus der Entfernung kaputt machen, nicht nur einfach, wenn er davor schon zuhaut. Explosiver Hammer. Fleißiges Trainieren mit dem Sturmhammer macht diesen zu einer noch tödlicheren Waffe. Fügt dem Sturmhammer Flächenwirkung hinzu, muss zuvor geladen werden. Drücke und halte dazu die Taste für Angriff oder Werfen. Wenn wir noch anstürmen, der Ritter denkt gar nicht mehr an das Gewicht seiner Rüstung und stürmt mit hoher Geschwindigkeit los. Der Ritter kann dabei Feinde überrumpeln und sie verletzen. Ein anstürmender Ritter kann auch weiter springen. Okay, ich nehme, ist ja eigentlich auch egal, was ich nehme. Das war's dann mit dem eine Stunde mit Trine 2. Spiel ist schon eine Weile raus, aber das Spiel ist auf jeden Fall geil. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein eine Stunde mit. Was ist nur aus dem magischen Talisman geworden, mit dem wir unter Wasser atmen konnten? Ich glaube, den hat jemand versetzt. Hui. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Dingens hier. Dieses eine Stunde mit Trine. Ich werde noch mehr machen, aber erstmal suche ich ein Spiel. Dieses Spiel spiele ich nur eine Stunde, weil ich keine Zeit habe für ein ganzes Let's Play. Das sind eigentlich meine einzigen so Gründe, wieso ich dieses eine Stunde mitmache. Weil ich keine Zeit habe, um das ganze Spiel zu Let's Playen. Aber sie sind trotzdem wert, vorgestellt zu werden. Kauft es euch. Trine 2. Zum Beispiel auf Steam, glaube ich. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier auf THC's Game Channel. Eine Stunde mit Trine 2.